Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Das wird ein sehr persönliches Video über hormonfreie Verhütung mit der Gynefix, die ich mir gestern habe setzen lassen. Ich möchte euch da gerne meine Erfahrungen mitteilen, was die Gynefix ist, wie sie eingelegt wird, wie es für mich war, ob ich Schmerzen hatte und dann am Ende noch auf ein paar Fragen eingehen. Vorweg, alles was ich hier sage, ist nur meine Meinung und nur das, was ich erfahren durfte. Es gibt zahlreiche Erfahrungsberichte im Internet, sowohl gute als auch schlechte, die könnt ihr euch gerne, also die solltet ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Und auch mit Frauen sprechen, die das haben machen lassen. Ich muss sagen, dass ich jetzt sehr viele positive Dinge über die Kupferkette gehört habe. Und die Fälle, wo es eben was Negatives war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das nicht menschliches Versagen durch den Arzt war. Aber darum soll es erstmal gar nicht gehen. Ich möchte euch erstmal erzählen, was ist die Kupferkette. Die Kupferkette, die Gynefix, ist eine Langzeitverhütung ohne Hormone. Dafür wird in die Gebärmutter eine kleine Kupferkette, die ist ungefähr so lang, implantiert und also da wird ein Knoten zwischen die Muskulatur der Gebärmutter geschoben und dann hängt die so von oben drin. Da könnt ihr auch im Internet euch nochmal das alles anschauen. Es ist eine sehr, sehr hohe Verhütungssicherheit. Die Spermien werden gelähmt. Hier steht jetzt zusätzlich drin, dass ein Einnisten der Eizelle in die Gebärmutter verhindert wird, wo ich sagen musste, dass mein Arzt mir gesagt hat, dass eine Befruchtung mit der Gynefix nicht möglich ist und deswegen das für mich auch ganz wichtig war. Hier steht jetzt was anderes. Muss man sich selber eine Meinung darüber bilden, aber ist jetzt auch in Ordnung. Also es ist für mich die sicherste und einfachste hormonfreie Verhütungsmethode. Das sexuelle Lustempfinden und die Körperwahrnehmung werden nicht beeinträchtigt. Das heißt, man hat einen ganz normalen Zyklus, es ist eine Verhütung ohne Hormone. Es wirkt durch die Kupferionen, die eben die Spermien verlangsamen und Hormone freisetzen, auch in den Eileitern, dass die Spermien langsam werden. Sie hält bis zu 5 Jahre und man muss sich eben einfach nicht drum kümmern. Das wird einmal eingesetzt und nach 5 Jahren wird es wieder rausgezogen. Man kann es aber auch früher entfernen lassen, da es eben das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gleich, aber ja, ich werde sie auch wahrscheinlich früher entfernen lassen, weil ich wahrscheinlich früher Kinder will. Man kann auch direkt nach dem Entfernen erstmal wieder fruchtbar, da ja der Zyklus der Frau nicht beeinflusst würde, was ja bei der Pille einfach der Fall ist. Es ist ein flexibles Verhütungsimplantat von ganz geringer Größe, das heißt auch Frauen, die noch keine Kinder hatten, junge Mädchen, Frauen mit kleiner Gebärmutter, Frauen mit leicht deformierter Gebärmutter sind, können die Kupferkette bekommen, im Gegensatz zur Spirale, die oft zu groß ist und auch nicht richtig sitzt, weil sie einfach nicht individuell angepasst wird und leicht verschiebt. Dann, was noch ein ganz großer Vorteil ist, das ist einfach ohne Hormone auskommt, hatte ich ja schon gesagt, dass es relativ preiswert ist, dass man seinen Zyklus wieder spürt. Ich nehme jetzt seit 10 Jahren die Pille, aber da komme ich gleich noch dazu. Also hier in diesem Wisch, den ich hier habe, steht auch, der Schwangerschaftsverhütung funktioniert wie bei der Spirale. Kupferionen töten die Spermien ab und verhindern dadurch das Befruchten der Eizelle. Man kann das eben aber auch früher entnehmen. Die Kosten der Kupferkette sind jetzt hier bei meinem Arzt. Ich war in Kreuzberg in Berlin bei Pat & Yanni. Da werde ich euch unten in der Infobox den Link verlinken. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Die machen das seit 8 Jahren. Ich hatte den Eindruck, sehr, sehr gut aufgehoben zu sein, sehr kompetent. Und ich hatte mich davor im Internet informiert. Und es gibt da ja auch einige, die das nicht so gut machen. Es ist eine kleine Operation, wenn man so will. Es ist ein Eingriff in den Körper und da sollte man sehr, sehr gut überlegen, zu wem man geht. Ich habe da auch Horrorgeschichten von inneren Blutungen gehört und da hatte ich eben in der Fragestunde, in der ich war, auch nachgefragt und er hatte das in seinen 8 Jahren einmal ganz am Anfang, dass da was schiefgegangen ist und die Kupferkette während der Implantation in den Bauchraum gelangt ist und seitdem war nie wieder was. Also ich hatte den Eindruck, dort sehr, sehr gut aufgehoben zu sein und alle, die in Berlin Probleme mit der Kupferkette haben, wurden auch zu dieser Praxis geschickt, weswegen ich mich dann letztendlich auch für die entschieden habe. Die Kosten sind ohne örtliche Betäubung 195 Euro für die Einlage. Bei mir waren es 230 Euro, weil ich mich dazu entschieden habe, das mit Betäubung machen zu lassen. Die Gynefix Materialkosten in der Apotheke sind 129 Euro. Als Student bekommt ihr aber zum Beispiel in Berlin die Kupferkette umsonst. Also die Kette an sich und müsst dann nur noch die Einlage bezahlen. Wenn man das auf 5 Jahre umrechnet, ist es eine sehr kostengünstige Verhütung. Zu mir, wie ich dazu gekommen bin, ich nehme seit 10 Jahren die Pille.
Und hatte schon länger das Gefühl, dass ich das nicht mehr möchte. Ich ernähre mich ja sehr gesund und achte sehr auf meinen Körper. Und dann die Pille zu nehmen, ist ehrlich gesagt ein bisschen hirnrissig. Ja, und die Pille betäubt alles. Also die Pille dämpft alles runter. Und ich finde es wahnsinnig unverantwortlich, dass die Pille so oft einfach so an junge Frauen verschrieben wird. Ich bin sehr kritisch der Pille gegenüber jetzt und auch, dass sie sofort verschrieben wird und von den meisten Frauenärzten, die die Gynifix nicht kennen, die Gynifix grundsätzlich abgelehnt wird, finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen verschwörungstheoriemäßig, was die Pharmaindustrie anbelangt. Das muss ich einfach sagen, das ist mein Gefühl, dass einfach jedem die Pille verschrieben wird und zack, bumm, gut ist. Ich nehme die jetzt seit 10 Jahren, ich hatte letztens meiner vorherigen Frauenärztin gesagt, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen. Daraufhin meinte sie nur, ja, das ist das Sicherste für sie, nehmen sie sie weiter. Punkt aus, fertig war's. Und da denke ich mir, what the fuck, ganz ehrlich, es gibt Alternativen und ja, die Kupferkette ist nicht, dingsfrei, risikofrei. Es gibt natürlich ein Risiko, es ist ein Eingriff in den Körper, aber ich muss sagen, dass ich dieses Risiko eingegangen bin, weil ich für NFP zu verplant bin und ich bin auch für, also Kondome kamen bei uns auch nicht in Frage und für dieses ganze Messen und so. Ich kenne mich ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben so viele Pläne, ich brauche nicht auch noch bei meiner Verhütung, was so ein wichtiges Thema ist, um wirklich konsequent dranbleiben soll, irgendwelche Pläne mit Temperaturmessen und Zervixschleim und sowas, ist mir alles viel zu blöd. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe das Risiko ein, ich mache das und habe dann bis zu 5 Jahre meine Ruhe. So. Genau, dann war ich eben bei dieser Fragestunde, da wurden alle Fragen beantwortet. Es war sehr, sehr interessant. Er hat das eben alles sehr gut erklärt, wie das auch eingesetzt wird, wie das abläuft. Es war dann noch eine Gynifix-Frau da, die das eben schon bekommen hat und die man dann auch noch mit Fragen löchern könnte. Was bei der Gynifix der Fall ist, die Regelblutung wird ein bisschen stärker, aber es heißt, dass das nicht so stark ist wie bei der Spirale, dass man wirklich in so eine Eisennot reinrutschen kann. Und ich muss sagen, dass bei mir durch die Pille auch alles so abgedämpft wurde und dass es gar nicht schlimm wäre, wenn es ein bisschen stärker wäre. Nochmal zur Verhütung an sich. Die Gynifix ist nur was für Menschen, die einen gleichbleibenden Geschlechtspartner haben, weil sie sonst bei wechselnden Geschlechtspartnern kann es eben sein, dass es vermehrt zu Krankheiten kommt. Und man sollte natürlich auf jeden Fall zusätzlich mit Kondom verhüten, also das ist, weil sie natürlich keinen Schutz vor Infektionen, HIV und so weiter bringt. Also keine sexuell übertragbaren Krankheiten, sondern eben nur zur Empfängnisverhütung da ist, wie die Pille eben auch. Sie ist genauso sicher wie die Pille bei richtiger Anwendung, also wenn man die Pille richtig anwendet, ist sie ja sehr sicher und genauso sicher ist die Gynifix auch. Mir wurde auch gesagt, dass wenn eine Schwangerschaft dennoch zustande kommt, dass man die Gynifix einfach entfernen kann und die Schwangerschaft weiter bestehen bleiben kann. Was für mich sehr wichtig wäre, weil ich würde das Baby in dem Fall behalten. Also ich würde es behalten wollen. Ich habe da wirklich nochmal explizit nachgefragt. Und es hieß, wenn man schwanger wird, dann kann man das Kind das auf jeden Fall behalten. Und ja, genau. Was wollte ich noch sagen? Nebenwirkungen. Nach dem Implantieren kann eine leichte Blutung von einigen Tagen zurechnen. Auch können die Regelblutungen anfangs stärker ausfallen. Generell lassen die Nebenwirkungen in dem Maß nach, wie der Körper sich an die Gynifix gewöhnt. Eileiter und Bauchhöhlen, Schwangerschaften traten bei allen klinischen Studien extrem selten auf. In seltenen Fällen können körperliche Aktivitäten zu Problemen wie Blutung, Schmerzen und Herausfallen führen. Dies geschieht jedoch wirklich so gut wie nie. Ja. Oh nein, Katze. Oh, die klettert immer. Oh Mann! Zum weiteren Ablauf. Also ich hatte, war bei diesen offenen Fragestunde. Daraufhin habe ich einen Termin ausgemacht für die Krebsvorsorge. Man muss eine Krebsvorsorge machen lassen, entweder von seinem Arzt bestätigt, dass man keinen Krebs hat oder eben vor Ort in einen Krebsuntersuchung machen lassen. Das war bei mir auch ohne Befund. Toi, toi, toi. Ich bin ja auch erst 24, aber trotzdem. Dann, mir fällt das Wort für die Geschlechtskrankheit nicht ein. Moment.
Chlamydien. Man wird auch im Rahmen dieser ganzen Geschichte wird auch eine Chlamydien-Untersuchung gemacht, beziehungsweise ihr werdet gefragt, ob ihr sie machen wollt. Wenn ihr unter 25 seid, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil das da von der Kasse noch übernommen wird. Und Chlamydien ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit, die bei uns Frauen zu Unfruchtbarkeit führen kann, weil sie die Eileiter verklebt. Also da unbedingt informieren und das mit eurem Arzt machen lassen, bevor ihr 25 werdet, denn danach kostet es 100 Euro. Das ist eine sehr wichtige Untersuchung, die man jetzt unabhängig von der Kupferkette auf jeden Fall mal machen sollte. Ja, dann war das alles in Ordnung und ich bin da gestern hin. Ich war sehr aufgeregt und hatte mich dann auch entschieden, dass ich das Ganze mit Betäubung machen lasse, was natürlich etwas lächerlich ist, da ich ja, überall gepierst und tätowiert bin. Aber ich muss sagen, dass es auch die richtige Entscheidung war, das so zu machen und diese 35 Euro wirklich sehr gut angelegt waren. Und ich sagen muss, dass es wirklich ja, für mich sehr wichtig war. Mir wurde dann gesagt, dass ich eine sehr zierliche Gebärmutter habe und sehr zierliche Eierstöcke, was durch auf die Pille zurückzuführen ist, was für mich das letzte Indiz war, dass ich dieses Ding nie wieder nehmen werde. Es hat nämlich meine Entwicklung beeinflusst, sodass meine Gebärmutter jetzt nur zarte 6 cm lang ist und gar keine keine Spirale bei mir möglich gewesen wäre. Ja, ich hoffe, das reguliert sich jetzt alles. Der Arzt meinte, sobald ich die Pille jetzt abgesetzt habe, regelt der Körper das. Und deswegen kann ich nur empfehlen, setz dieses Scheißding ab. Also, es ist für mich keine Option mehr, ganz ehrlich. Das, was das mit dem Körper macht, ist pervers. Ja, also wirklich pervers. Und ich will mal Kinder haben und so geht's halt nicht, ne? Und genau, dann hat er eben eine Ultraschalluntersuchung gemacht, dann habe ich ein Medikament bekommen, ein Zäpfchen und eine Tablette, die Tablette, dass ich der Muttermund weise und ein Zäpfchen gegen die Schmerzen. Und dann musste ich eine Stunde warten, dann wurde ich eben ja reingeholt. Ich muss sagen, die Atmosphäre war sehr, sehr schön, er hat mir auch alles genau erklärt, was er macht. Und dann wird eben zuerst desinfiziert. Dann wurde die örtliche Betäubung gelegt, was ich deutlich gespürt habe. Also es war so ein Druck da. Es ist vergleichbar wie beim Zahnarzt, also die Spritze beim Zahnarzt. Aber ich war sehr froh, dass ich es gemacht habe. Dann muss der Muttermund geöffnet werden. Das Ganze wird normalerweise während der Periode eingesetzt, bei mir eben auch. Da das eben... Da der Muttermund eben schon ein bisschen geöffnet wird und dann muss er da eben gucken, ob er durchkommt durch diesen Muttermund. Und genau, das war schon sehr schmerzhaft. Also was heißt sehr schmerzhaft? Es war mehr die Angst vorm Schmerz. Im Prinzip hat das nicht viel wehgetan, aber ich bin Gott froh, dass ich diese Betäubung hatte, denn ich habe es trotz allem gespürt und ich muss wirklich sagen, ich hätte es wahrscheinlich ohne Betäubung nicht ausgehalten, weil ich aber auch ein kleines Mimöschen bin und ja, da etwas ängstlich und überempfindlich bin, was Schmerzen angeht. Ich bin nicht gut im Schmerzen aushalten. Eine Frau, die schon mal ein Kind bekommen hatte, für die ist die Kupferkette ein Scheiß. Also es ist so wehenartig. Und ich hatte auch gestern den Tag über noch wie starke Regelschmerzen. Und auch so, dass die Gebärmutter zieht sich da so ein bisschen zusammen. Ich schätze, es ist vergleichbar mit Wehen. Also sage ich jetzt mal so. Und dann wurde eben dieses Ding implantiert. Es wurde da so zwischen die Muskulatur der Kupferkette dieses Knötchen geschoben. Und jetzt hängt die Kupferkette eben da. Heute geht es mir super. Gestern habe ich mich den ganzen Tag hingelegt. Ich werde jetzt auch 7 Tage oder 5 Tage nicht laufen gehen, keinen Sport machen und mich wirklich schonen, viel liegen und halt nicht so viel sein, damit es halt einfach in Ruhezeit hat, auszuheilen. Man hat jetzt die nächsten Tage noch Regelblutung und das sollte dann aber eigentlich auch aufhören. Ich bin gespannt, was mit meinem Zyklus passiert. Durch die Pille kann ja sein, dass ich erstmal gar nichts passiert. In 5 Wochen habe ich den Nachtermin, wo nochmal eine Ultraschalluntersuchung gemacht wird, ob eben alles in Ordnung ist. Und ja, er hat aber eben danach auch nochmal einen Ultraschall gemacht und gesagt, sie sitzt gut. Bei mir war es schon kritisch, die Kupferkette kann nämlich nicht bei zu kleinen Gebärmuttern eingesetzt werden und nicht, wenn die Gebärmutterwand zu dünn ist, dass es eben nicht hält. Und ich glaube, er meinte, ja, er bekommt es hin, weil ich doch eine sehr zierliche Gebärmutter habe, aber ich schätze, dass ein unerfahrener Arzt es nicht hinbekommen hätte. Ich bin wirklich zutiefst zufrieden. Mir wurde das alles sehr, sehr gut erklärt. Das ganze Praxisteam ist sehr nett. Ich habe mit Frauenärzten so ein bisschen ein Problem, weil ich auch schon ja, auch nicht so tolle Frauenärzte hatte, die einen weggeschickt haben, wenn es einem irgendwie nicht gut ging und so, was ich ziemlich daneben finde. Und ich gehe auch nicht gern zu Männern und er war ein Mann und ich habe es gar nicht bewusst wahrgenommen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen,
die jemand hatte und die Katze mault. Oh, heute ist echt was los hier. Genau, dann hatte ich jetzt eben noch ein paar Fragen. Und also es sind jetzt auch auf meiner Facebook-Seite einige Frauen gekommen, die haben gesagt, sie kennen jemanden, der jemanden kennt, der mit der Kupferkette ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht und so weiter. Ja, wie gesagt, was ist die Kupferkette, habe ich jetzt schon erzählt. Ob es in Deutschland zugelassen ist? Ja, es ist in Deutschland zugelassen, sonst hätte ich es gar nicht machen lassen, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre. Vor ein paar Jahren mussten wir noch ins Ausland. Wie hoch sind die Kosten? Das habe ich jetzt gesagt, vorher schon. Genau, erzähl mal, wie schmerzhaft das Einsetzen war. Wie gesagt, es war, ich habe es gespürt, trotz Betäubung, aber ich muss sagen, es war wirklich auszuhalten und auch die Schmerzen danach war wirklich in Ordnung. Also, und das, obwohl ich so ein Mimöschen bin, ich würde es auf jeden Fall nochmal mit Betäubung machen lassen. Obwohl ich jetzt schon von sehr vielen auch im Vorfeld gehört habe, lass es ohne Betäubung machen, ist alles super, ist nicht so schmerzhaft. Also ich fand es schmerzhaft, ne? Aber wie gesagt, es geht auch um den Körper innen und es war mehr die Angst vor diesem Schmerz, der kommt und ich nicht wusste, wie er sich anfühlt. Dann, ob die 5 Jahre drin bleibt, nein, man kann sie auch jederzeit vorher entfernen. Also, sie kann aber bis zu 5 Jahren drin bleiben. Ja. Genau. Dann habe ich hier noch jemanden, der sagt, dass bei einer Freundin das Ungeborene entnommen werden musste mit der Kupferkette. Das wurde mir gesagt, dass das nicht der Fall ist. Dann, wie soll das Video aussehen? Das wisst ihr jetzt. Ich erzähle euch einfach. Ich habe sie mit Betäubung setzen lassen und ich hatte ein bisschen Schmerzen dabei. Beim Rausnehmen wird das, da ist jetzt so ein Faden, der hängt noch so ein bisschen aus der Gebärmutter raus. Und man kann das entweder selber machen. Ich würde das nicht selber machen. Ich würde auf jeden Fall zum Arzt gehen und der zieht es dann einfach raus. Und dann löst sich der Knoten. Das soll auch ein bisschen ziepen, aber lange nicht so schmerzhaft sein wie das Einsetzen. Dann habe ich hier noch jemand, der dann seine Periode sehr stark hatte und dann Eisenmangel und Schwäche. Das wurde mir gesagt, kann eben nicht passieren. Keine Ahnung, was da in diesem Fall war. Ja, dann, also kann die Gebärmutter verletzt werden oder andere Verletzungen entstehen, wenn wir rausnehmen? Nein, da wird es ja nur rausgezogen. Wenn, dann kann bei einem unerfahrenen Arzt es beim Einsetzen eben dazu kommen, dass da was verletzt wird. Genau. Dann habe ich auf Instagram noch ein paar Fragen. Hauptsächlich ging es darum, ob Schmerzen da waren. Und da kann ich sagen, wenn ich das ausgehalten habe, dann haltet ihr das auch auf jeden Fall aus. Denn ich bin die Obermimose. Und er meinte dann auch, ja, wie haben sie das denn mit ihren ganzen Piercings gemacht? Dann sage ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, erzähl mal, wie es war, habe ich gemacht. Dann auch, dass jemand von seinem Arzt die Kupferkette abgeraten wurde. Das ist wirklich, wenn die Ärzte die Kupferkette nicht selber setzen lassen können. Die wollen dann natürlich nicht die Patienten zum anderen Arzt weiterschicken. Und ja. Dann hier wurde bei jemand einmal, sie hat die Ärztin hat das erst einmal eingesetzt und wurde abgestoßen. Und ja, dass alle dagegen sind, weil die Gebärmutter verletzt wird, weil die Kupferkette reingeklipst wird. Klar wird die Kupferkette in die Gebärmutter geklipst, das muss einem vollkommen bewusst sein, aber mir ist es weniger Risiko als alles, was bei der Spirale passieren kann. Wenn ich da verdrehte Spiralen in Gebärmuttern sehe, das kann bei der Kupferkette einfach nicht passieren, die kann einfach rausgehen. Und wenn sie mal nicht mehr gefunden wird, nach einem Jahr oder so, weil das auch schon vorgekommen ist, dann ist sie einfach rausgegangen und ihr habt es nicht gemerkt. Das kann ganz schnell mal passieren, wenn man Tampons findet und so weiter, da steckt die dann dran und dann geht sie raus. Das kann auf jeden Fall passieren, das ist das Risiko, das man eingeht, aber die wandert nicht irgendwie in die Gebärmutter, in den Bauchraum oder so. Kann sie gar nicht. Wenn sie sich löst, dann geht sie raus und gut ist. Und bei der Spirale, die kann einfach nicht so raus, sondern die verdreht sich dann und die sticht in die Gebärmutter. Und da kann noch so viel Schlimmes passieren. Ich weiß nicht, ob, ja, meine Mutter hatte die Spirale und bei ihr wurde da wirklich sehr viel kaputt gemacht. Und deswegen kam Spirale für mich auch nicht in Frage. Angst, dass was schief geht. Längere Zeit nach Asien dort rausfällt und einfach nicht mehr funktioniert. Also einfach nicht mehr funktioniert ist nicht der Fall, wenn, dann geht sie raus. Dann das, was schief geht, kann immer was schief gehen. Das wäre eine Lüge, wenn ich sage, dass immer alles gut ist. Ja, das war es jetzt schon an Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt ihr auf jeden Fall entweder, ich mache dann nochmal so ein FAQ zu Gynefix oder ich
mache das nach dieser Kontrolle, die ich habe. Und wie es mir jetzt weitergeht, ich muss sagen, mir geht es heute wirklich sehr gut. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Genau. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Was ist? Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen und es war irgendwie Informationen dabei, die euch behilflich waren. Ich verlinke euch auf jeden Fall die ganzen Videos zu Gynifix unten und auch die Gynifix-Seite, wo ihr euch informieren könnt. Am wichtigsten ist, den richtigen Arzt zu finden und ich hoffe, dass ihr da den findet, der für euch der richtige ist, weil ich war mit meinem sehr, sehr, sehr zufrieden, obwohl er ein Mann ist. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen glückskeksigen Tag. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss.